Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Vorgeht Technik. Genau, und ich bin auch wieder dabei. Heute befassen wir uns mal mit den Kommentaren unter dem letzten Video, was René gemacht hat. Genau. Ja, also wir haben da sehr erstaunlich viel Rückmeldung bekommen, dafür, dass es nur so ein kleines Video war und dafür, dass es jetzt so schnell ging. Und die Kommentare, die da drunter zu finden waren, haben uns durchaus zum Denken angeregt und deswegen wollten wir daraus jetzt einige, beziehungsweise hauptsächlich drei, daraus mal kurz vorlesen und die schnell so beantworten. Und dann erzählen wir nachher auch noch mal ein bisschen was. Der erste Kommentar kommt von K-Boy TV. Ihr könntet ein Let's Bild von den Stichkanonen machen, sprich die große und die kleine. Ja, also nee, machen wir nicht, weil ihr, du meinst wahrscheinlich die Stichkanonen aus dem Mega-Wargear. Das ist einfach so, dass die viel zu leicht gebaut sind. Wir können davon jetzt mal ein paar Screenshots einblenden, aber die sind A, nicht schwierig zu bauen, B, völlig überholt und sind, ja, wie gesagt. Sagen wir es nicht überholt, sondern eher überholungsbedürftig. Ich wollte gerade sagen, überholungsbedürftig, genau. Weil Fehleranfälligkeit bei den Kanonen ist sehr hoch. Ja, leider. Ja. Aber wie auch immer. So, der nächste Kommentar hier von Blue Sky Let's Play. Ich lese es einfach mal so, wie es geschrieben ist. Mach Roto Bild, Kanone, Wargear, Mini Wargear, mechanisches Schild, Odef, Modi, um wir geht's zu erweitern. Ja. Okay. Ja, also Problem ist, was auch im Kommentar später nochmal kommt, Wargears sind alt, die sind nicht mehr so, wie sie früher waren. Von daher glaube ich mal, dass wir uns in Zukunft von Wargears abwenden werden. Also so nicht wirklich abwenden werden, aber wir werden da nicht mehr so aktiv was da machen. Also ich bin jetzt zum Beispiel nicht so der Typ, der jetzt noch Bock hat, Mini-Walk zu bauen, sagen wir mal so. Ja. Genau. MC Kakadu schreibt, falls ihr es könnt, würde ich Programmiervideos mal ganz gut finden, in Java vielleicht. Und eine Mega-Base in Minecraft wäre geil. Also eine riesige Base mit mega vielen Sensoren, also auch in Gängen und so mit KI, also einem Autopiloten. Damit könntet ihr dann in der Flans-Mod für die Nahkampfwaffen einen zweimonatigen Krieg machen, wo dann immer irgendwelche Randgruppen versuchen die Base zu stürmen und im Inneren habt ihr irgendeinen Knopf, den sie drücken müssen, um zu gewinnen. Und dabei können sie Wargears oder die Missile von zum Beispiel Q-Clamps dann nehmen und reinzukommen. Genau, fangen wir mal ganz oben an. Programmiervideos wäre mal kein Thema, das können wir machen. Aber, da kommt das große Aber. Java-mäßig, ist wohl bei mir nur das Geringste im Kopf, was es so an Java-Kenntnissen gibt. Also viel kann ich dann nicht machen. Ich noch weniger. Ein einziges Plugin geschrieben, und das hatte die Funktion gehabt beim Join. Irgendwie eine Nachricht erscheinen zu lassen oder auch genannt Join Message. Immerhin mehr als ich, bei mir hat das gar nicht funktioniert. Programmiertechnisch kann ich machen. Hier PHP kann ich PHP kann ich Java Skript teilweise ein bisschen was, obwohl es dann nicht mehr so viel abwendig ist zu Java. Weil dennoch verschieden ist. Und HTML kann ich noch, CSS, so Sachen halt. Ja, genau. Wenn euch das interessiert. Wie zum Beispiel mit dem einen Video hier, wo ich den automatischen Schematic Upload gemacht habe, der noch überprüft, was für Blöcke ihr habt, ob das VG regelkonform ist. Genau. Irgendwie habe ich da nicht sogar so gemerkt oder ob euch das überhaupt interessiert. Sowas kann ich machen, weil es wurde jetzt mal von dir immer gefragt. Dann zum nächsten wäre das mit dieser Base. Das kann man machen, wäre eigentlich auch theoretisch so ein, wie soll man sagen, Community-Projekt. Ja, genau. Dass man mit euch macht. Ja, genau. Also ich hatte tatsächlich so eine Idee mal, aber da habe ich noch wahrscheinlich im Kindergarten gehockt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich früher mal eine Base gebaut. Einfach so in der Vorstellung, die würde jemand versuchen einzunehmen. Und klar, so könnte man sowas machen, das wäre interessant. Also mit KI, das wäre natürlich übelst aufwendig und zweimonatigen Krieg, keine Ahnung. Aber als Community-Projekt so mal eine Base bauen und die nehmt ihr dann ein, ist bestimmt interessant, kann man bestimmt machen, auf jeden Fall. Ja. Ja, hier haben wir noch zweimal den gleichen Kommentar von King Words, der Titel.
Subtitel. Ja, ist mir bewusst. Ich habe einfach den Standardtitel genommen, den wir haben, wenn wir was hochladen. Einfach deswegen, weil wenn ihr wisst, dass da zum Beispiel steht Informationen, dann ist das nicht so spannend. Dann klickt ihr da gar nicht drauf. Genau. Das war Taktik. Ich hab jetzt auch auf dem Thumbnail keine roten Pfeile oder Punkte gemacht, damit ihr da extra draufklickt. Nee, hab ich nicht. Nee. Und hier zu den Kommentaren muss ich einfach sagen. Und die Moral von der Geschichte, spamme nicht. Könnt ihr bitte noch mehr Videos machen? Ihr seid so cool. Ja, können wir machen. Dafür brauchen wir aber erstmal ein Thema. Und das Thema bringt Clumsy01. Hey, hier mal ein paar Worte von mir. Ich will hier mal ansprechen, dass ihr euch nicht nur auf WGs konzentrieren solltet. Euer Name, Wargay Technik, schränkt euch komplett ein. Juhu, ein Kanal, welcher keine Abwechslung bietet. Nee, jetzt ehrlich, ihr solltet wahrscheinlich über eine Namensänderung nachdenken, wie auch immer. Einfach weil, normaler Name, gleich mehr Abwechslung und keine Einschränkung, was Spiel angeht. Kommen wir mal zum Anfangsthema hier, was hier angesprochen ist, dass unser Name uns komplett, oder dass wir uns nicht auf Wargays konzentrieren sollten. Wir hatten damals die Idee, auch Let's Plays und sonstiges zu machen. Exakt. Genau, sind dann aber auf den Entschluss gekommen, dass wir nur auf diesem Kanal für Wargays was machen wollen. Deswegen gab es ja mal diesen Zweitkanal. WG Play. Genau, den ja. Es nicht mehr gibt, aus verschiedenen Gründen. Und wir dachten einfach, wenn wir jetzt auf dem Kanal hier normale Let's Plays hochladen, also vor einem halben Jahr haben wir das, glaube ich, so entschieden und haben dann gedacht, dass ihr das nicht so toll findet. Genau. Dann über diese Namensänderung, ja, da kann ich jetzt so schlecht was zu sagen. Wir haben gestern uns mal einen Kopf gemacht, haben so ein paar Namensvorschläge. Details wollen wir nicht nennen. Ja, es ist nichts Festes rausgekommen, aber wir haben tatsächlich drüber nachgedacht. Gamer Gaming kam zum Beispiel raus, ja. Da dachten wir dann sofort an Rama. Weiß auch nicht, worauf so eine Idee kommt. Letter mit Butter, ja. Oder das Kartoffelteam. Das Kartoffelteam. Selbstverständlich 5.0. Genau. 5.0. 5,0. Schnokia. Boom James, Günther und die Keksoma. Ja. Wir nennen uns also, Paste Pizza Salat. Der Vorschlag kam übrigens von René. Pasta Pizza Salat, nicht Paste. Da steht Paste. Ja, ich habe mich berichtigt, glaube ich sogar. Ja, okay. Schindlers Gaming. Okay, der ist nicht schön. Okay, Schindlers Gaming ist schon brutal. Ja. Naja, wie auch immer, wir haben uns Gedanken darüber gemacht, jetzt noch keine ernsthaften, aber wir werden definitiv mal drüber nachdenken. Obwohl wir einen ganz Namen hatten wir gehabt. Ja. Aber das merkt ihr dann alles, wenn es soweit ist. Zudem, Wargays sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Mittlerweile geht es nur noch darum, wer die bessere Stich- bzw. die beste Magazinkanone hat. Für mich ziemlich langweilig. Warships sind neu und bieten viel mehr Abwechslung. Ja, sehr richtig. Wargays sind veraltet, das stimmt schon. Wir haben uns darüber auch schon Gedanken gemacht, deswegen kommt ja auch so wenig. Und Warships. Ich weiß selbst nicht, was ich von Warships halten soll. Selbstverständlich gibt es einige YouTuber auch, die Warships behandeln, aber ich komme damit nicht klar, weil da muss ich dann zu viel Zeit für neu investieren, um mich da reinzudenken. Das ist so meine Auffassung. Was denkst du, René? Also zum Thema Warships kann ich sagen, ist nicht unbedingt das gleiche Thema wie zum Thema Wargears, aber der Vorteil beim Thema Warships, den ich sehe, ist, es gibt da einen bestimmten Server, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, und dieser Server ist in Besitz eines Spiels, das sich bezieht auf Warships. Wenn ich kurz andeuten kann, man hat zwei Warships, die sich gegenüberstehen, also wie ein normaler Kampf eigentlich schon aussieht. Und man kriegt ins Inventar Spawn-Eier. Und diese Spawn-Eier droppen diese Raketen. Also ich nenne sie jetzt mal Raketen, ich weiß gerade gar nicht, wie man sie nennt. Missiles oder was auch immer hier.
Genau, und da gibt es ja verschiedene Arten. Die einen sind schneller, die anderen sind langsamer, die einen sind größer, was weiß ich. Und du musst halt eben mit diesen Sachen, die du droppst, also dann versuchen, das gegnerische Vorgehen, nicht das gegnerische Vorgehen, sondern dahinter ist eine Wand. Und wenn diese zerstört wird, hat man so gesehen gewonnen. Man kriegt auch noch Pfeile und Bogen. Teilweise kann man dann die Leute dann auch noch. Man kann übrigens auf diese Kanonen draufspringen, kann so zum anderen Vorgehen. Für die Leute, die es noch nicht wissen. Und kann dann halt eben die von dieser Rakete runterschießen. Oder man kann auch selbst diese Rakete entzünden, weil dieser Bogen hat Flamme, nennt man das, ne? Ja. Flamme, ja. Genau. Das wäre so eins, was mir eher Spaß machen würde. Und selber so ein Warship zu bauen. Ich weiß nicht, ob das so. Ja, es ist halt unbedingt auch was. Ja, keine Ahnung. Ja. Es ist halt was anderes. Also das, was René gerade angesprochen hat, ist cool auf jeden Fall. Es hat aber halt nichts mehr damit zu tun, wie Wargames früher mal waren. Weil früher hat man sich so zusammengesetzt, hat so gesagt, boah, wir wollen jetzt ein Wargear. Haben das an einem Abend hingedengelt. Oder mehreren Abenden. Ja, und dann heutzutage brauchst du da 2 Stunden und dann hast du dein Ding zusammengepastet. Eben, ja. Ist ja nichts mehr mit Bauen, ist ja nur noch Copy, Paste, ja, Copy. Wie Windows, wie Internet, wie alles. Ja, wie Internet. Wie Internet. Oh, war das Internet gelöscht? Mach Copy, Paste, ich hab gesichert. Ja, so viel dazu. Andere Spiele, derzeit läuft nur Minecraft. Ich persönlich habe nichts gegen Minecraft, aber es gibt halt keine Abwechslung. Sehr richtig, darauf gehen wir nach dem Kommentar nochmal ein. Damit will ich eigentlich nur sagen, dass ihr euch mit... Damit will ich eigentlich nur sagen, dass ihr euch nicht auf dieses eine Thema spezialisiert, weil dies auf Dauer langweilig wird. Probiert mal was Neues aus. Ich hoffe, ich konnte euch hier mal zum Nachdenken bringen. Gruß, Clumsy. Ja, tatsächlich hat mich das Kommentar sehr lange beschäftigt. Ich habe lange drüber nachgedacht. Ich glaube, René auch, ne? Ja, sogar zusammen mit dir. Ja, stimmt. weil er geschrieben hat, wir sollen mal auch andere Spiele und alles auf diesem Kanal bringen. Das bezieht natürlich dann auch eine Namensänderung ein. Ich finde die Idee cool. Mal sehen, was wir daraus machen. Wie gesagt, es wird sich deutlich was ändern in Zukunft. Das steht fest. Was das genau wird, werden wir jetzt noch nicht sagen. Ja. Hast du noch was? Ja, das Beste war, zu diesem Kommentar, den wir hier gerade sehen, also allgemein zum Video, ich habe Malte nicht vorher Bescheid gesagt, dass ich dieses Video mache. Genau. Und das kam spontan. Ich bin ihm gerade so am Schreiben, ey, guck dir das Video an, ich habe es gemacht, hab ein Video gemacht, ne, guck es dir an. Und er so, in dem Moment, also wo ich das abgeschickt habe, hat er mir schon geschickt, ey, ich habe gerade dein Video geguckt, ne. Und dann 2 Minuten später, kommt dann auf einmal hier dieser Kommentar von Clumsy und ich schreibe so, habe mir schon durchgelesen, weil ich ja immer diese E-Mails bekomme. Ich glaube, Malte auch. Ja, ich bekomme die auch. Ich bekomme die Benachrichtigung auf mein Handy da. Genau. Und in dem Moment lese ich mir das da durch und will Malte so schreiben, hier, lese mal Kommentar von Clumsy, ne? ja, ich fange jetzt auch an mit dem schönen Deutsch. Lest mal einen Kommentar von Clumsy oder so habe ich geschrieben und ja. In dem Moment schickt er mir einen Screenshot von diesem Kommentar. Ja, echt so. Und wir haben so genau gleichzeitig. Wir haben genau und haben dann nur so gedacht, dass wir halt, wie soll man sagen, so ziemlich das Gleiche dachten. Ja. Und haben uns auch direkt, wir haben nicht mal mehr irgendwie gewartet oder so, haben dann direkt drauf rumgeackert, irgendwie, wie kann man das sagen? Ja, darauf rumgeritten, dass wir einen neuen Kanal genau. machen wollen. Irgendwie so, ja. Ja. Auf jeden Fall. Das hat uns richtig bewegt. Man kann sagen, es hat uns emotional bewegt, kann durchaus, man das sagen. Ja. Allgemein, die letzte Zeit, das war schon so, wenn so Kommentare kommen, solche langen, so, ich sag mal so, gute, nette, also es gibt viele nette Kommentare. Hier zum Beispiel auch Wargear Freak kommentiert ständig. Ich schaue euch super gerne, ihr seid echt cool, macht das, was euch gefällt, Spaß macht. Mir macht alles Spaß zuzugucken. Macht einfach weiter. Das ist natürlich super nett. Freut uns sehr. Und genau solche Kommentare wie das von Clumsy bewegen uns halt echt und halt auch zum Nachdenken. Ja. Genau, das haben wir gemacht. Und wie gesagt, wird sich irgendwann mal was ändern. Relativ bald.
Ja. Ja. In nächster Zeit. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, von mir war es das. Ja, von mir nicht. Ich glaube, ich hatte das im Video schon gesagt. Ich habe ja jetzt hier meinen Computer wieder komplett, Anführungszeichen, aufgefrischt. Damals kam ja eigentlich so wenig Videos, weil nur Malte aufnehmen konnte. Genau. Also ich hätte schon aufnehmen können, theoretisch, aber meine alte SSD war voll und dadurch, dass mein Mainboard diesen Fehler hatte und meine eigentlichen zwei Festplatten geschrottet hat, wo auch ziemlich viele Dateien von WarGetechnik drauf waren, hatte ich dann, sagen wir mal, 5 GB oder so, hatte ich dann irgendwann nur noch auf der SSD frei und dann war es dann irgendwie schwierig, dann noch was ordentlich aufnehmen zu können. Und allgemein die Qualität von den Videos war ja dann so miserabel, dass du alles verpixelt gesehen hast. Und es lag halt alles am Mainboard. Jetzt habe ich es ja ausgetauscht und jetzt kann ich auch wieder Videos machen. Und genau. Das heißt, jetzt wird es wieder doppelt so viel sein wie vorher. Also mindestens mal eins in der Woche. Genau. Und wie ihr natürlich jetzt gerade im Hintergrund die ganze Zeit gesehen habt, habe ich hier ein bisschen Battlefield 4 aufgenommen. Das ist natürlich jetzt alles nachgeschnitten. Also ich habe das jetzt nicht live gemacht. Wie gesagt, sowas spiele ich auch. Genau, weil der Malte ist nämlich nicht multitaskingfähig. Der kann nicht spielen Nein. und reden und Nein. Fotos gucken. Nein, ich kann auch... Das war ein Insider, tut mir leid. Fortführen wollen wir das jetzt nicht. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's dann von uns. Ihr könnt euch auf ein neues WarGear-Technik freuen. Ein kann man das neues, so sagen? Ja, kann man. Also fast förmlich. Möglicherweise. Ja, eine O2. V2? Oh, wow. Oh, yes. Mal schauen. Ihr werdet sehen. Genau. Wir bedanken, dass ihr bis jetzt hier zugeschaut habt und freuen uns, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu können. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.